Hallo und herzlich willkommen. Ich bin euer Mr. Venom 1974. Wir sind bei Everybody's Tennis. Das ist Folge 5. Emily wartet schon ungeduldig. So. Chris, erstmal wieder eine andere Klamotte. Nee, das wollte ich nicht. Das wollte ich. So. Alter, was soll denn der Random-Scheiß immer? Nein, das nimmst du nicht. Du bleibst hier schön bei der Girly-Gedächtnisfrisur. So. Komm, soll ich mal hier... Mach mal total girly-like. Aber das bleibt. Zubehör 2 hat Auswirkungen auf Zubehör 1. Möchten Sie fortfahren? Jo. Ach so. Na komm, dann machen wir hier einfach mal eine schwarze Tasche. Zack. So, dann leg mal los. So, ab in die Halle. So, jetzt müsste es eigentlich direkt weitergehen. Ich hoffe mal. Oder willst du auch erstmal noch Katzen? Natürlich. Jetzt haben Sie also den Schlüssel. Danke, Sie sind eine große Hilfe. Jetzt öffnen Sie diese Tür. Ja, du öffnest die doch jetzt. Da steht übrigens nur Smoking, nicht Rauchen. Rauchen kann schädlich sein. Rauchen tun nur Verlierer und so. Jason, der Captain des Basketballteams, ist auch kein schlechter Tennisspieler. Momentan tritt er für... Moment. Wir wiederholen das einmal. Momentan trainiert er für keine andere Sportart, weil er hofft, dass Bridget auf ihn aufmerksam wird. Ich bin mir sicher, dass er ein zäher Gegner sein wird. Nochmals danke für den Schlüssel. Bitte. Kann ich die nochmal anschlagen? Ich langweile Sie wahrscheinlich, wenn Sie Zeit haben. Sollten Sie Leute dort fragen, ob Sie mit Ihnen ein Tennisspiel bestreiten wollen. Habe ich schon. Habe ich schon alle platt gemacht. Was willst du? Hallo, Gabriela. Ich bin der Kapitän des Lacrosse-Teams. Das Basketball-Team stellt sich uns in den Weg. Ich gehe nirgendwo hin. Sie wissen also nicht viel über den fantastischen Lacrosse-Sport. Weiß ich wirklich nicht. Ich habe gerade etwas Zeit. Lassen Sie mich etwas alles darüber in der Runde Tennis erzählen. Wie gut können Sie meinen Bällen folgen? Netzlinie. Ich glaube, du wirst jetzt erstmal dein blaues Wunder erleben. Weil ich glaube, du hast nicht ansatzweise eine Chance. Da ist die Geschichte, sind die Aufschläge, da seht ihr das einfach mal. Flacher Aufschlag können wir jetzt mittlerweile auch. Und so kriegt man eigentlich immer Fähigkeiten dazu. Ja. Zumindest wo wir es eigentlich vorkommen, egal. Ich bin eigentlich so ein geborener Rückschläger eigentlich in diesem Spiel. Weil die Returns kann man hier wunderbar setzen. Ja, gut, das war... Also, deswegen, die können hier nix. Ich weiß gar nicht mehr, wie Bridget war, aber ich glaube, die war auch nicht so geil. So, weg. Zack, 30-0. Ha. Gib dir mal, guten Dame, mal vernünftige Klamotten, wenn die hier schon die wie Champi die alle nass macht. Aber von Lacrosse habe ich wirklich keine Ahnung. Also wenn irgendeiner Lacrosse-Game kennt, ja, ich würde mir das mal antun. Ich weiß, es gibt Cricket-Games, aber das habe ich schon nicht gerafft. Das hatte ich mal tatsächlich irgendwo, glaub, ohne Witz. Grüße an MS Standard, der lacht immer, wenn ich dann sowas erzähle. Das hatte ich in meinem komischen Englisch-Zertifikat. Müsste ich mal irgendwie mal mich mal mit Cricket beschäftigen. Aber frag mich mal, was hier hängen geblieben ist. Nix. Nix. Ich weiß nur, dass es spannender ist, als es sich liest. So, komm. Ich bleibe auch immer meinem Aufschlag treu. Ich weiß, das sollte man natürlich nicht. Man sollte ein bisschen kombinieren. Wie in echt. Ist hier aber nicht nötig. Dazu ist die KI einfach zu schlecht. Jetzt aber. So. So, und wieder ein Nullball, sag ich mal. Zack. Yes. Wunderbar. Zweite Mal perfekt. Und ihr seid dabei. Das ist wahrscheinlich wirklich so, wenn man einfach ein bisschen sich einspielt, dann kann man auch wahrscheinlich perfekt holen. Ich war, glaube ich, genau beim ersten Spielen auch so. Also nach Bridget war ich, glaube ich, auch nicht mehr. Ich glaube, ich habe das eine Areal mir nun angeguckt, aber weiter war ich dann beim Testen eben auch nicht. Oh, komm. Ich
glaube, ich habe irgendwie gespielt, bis Loyalität, glaube ich, Maximum war, glaube ich. Wahnsinn, sind Sie ziemlich stark. Genau genommen könnten Sie für mich den Kapitän des Basketballteams schlagen. Er ist groß, wurde auch er. Hohe Bälle, sehr gut erreicht. Allerdings soll er auch ziemlich lahm sein. Viel Glück. Pff, mach ich für dich die Drecksarbeit? Sie steht hier auf der Stirn irgendwie Arbeitssklave oder was? Nee, Cutscene steht erstmal. Oder ist er wieder? Ich habe mein streng geheimes Training abgeschlossen. Jetzt arbeite ich an meinem Tennis. Helfen Sie mir mal, Linda. Aber das streng geheime Training war Tennis. Sie täuschen mich nicht. Sie nicht, Sie nicht. Ich Pfiffig, ich Linda, ich hier im Presseclub. Genug ist genug. Jetzt trainieren Sie doch mal Basketball. Pff, wer braucht das denn? Wenn Bridget uns anfeuert, sind wir unbesiegbar. Glauben Sie, sie trägt gerne so viel Verantwortung? Verschonen Sie die Arme mal zur Abwechslung. Da haben Sie wohl recht. Und da muss ich jetzt mitten rein in die Diskussion. Hey, wer sind Sie denn? Sind Sie ein Student? Genau, wie bei den Nintendo-Spielen. Was? Sie möchten zu Bridget? Möchten Sie auch, dass sie sich anfeuert? Tja, Sie können ohne meine Genehmigung. Sie können nicht ohne meine Genehmigung zu ihr. Wollen Sie aber vorbei, müssen Sie mich im Tennissperring schlagen. Und Sie werden mich unterstützen, Linda. Als meine Doppelpartnerin. Hey, ziehen Sie mich nicht da rein. Was soll ich mit Ihnen machen? Wir sollten anfangen. Sind Sie bereit? So, jetzt haben wir Doppel. Und ich dachte beim ersten Mal, man kann ja auch 1 gegen 2 machen. Das gibt es ja im Tennis auch sowas als Trainingsspiel. Aber nö, jetzt müssen wir uns gleich einen Doppelpartner suchen. Das höre ich gerne. Legen wir los. Fight! So, wir nehmen uns selbst, klar. So, den natürlich nicht hier. Lutschen Hugo, kann uns nichts. Was haben wir da denn? Achso. Da kann ich mir einen Wireless-Partner suchen. Ja. Wir nehmen natürlich Troy. Genau. Solltest du tun, sonst bist du nämlich scheiße. So. Und das ist jetzt, glaube ich, das erste Mal, wo es, glaube ich, ein bisschen nappig werden kann, weil man eben hier null Doppelerfahrung hat. Und ja, weil die KI nicht so unbedingt weiß, wie der Hase läuft. Und 4 Spiele spielen wir. Das heißt also, jeder ist mal dran. Vielleicht für die Leute, die Doppel nicht kennen, die beiden Außenlinien gehören natürlich jetzt auch zum Doppelfeld. Es ist jetzt also größer, das Feld. Und Doppel ist eigentlich, wenn man so will, noch ein bisschen schneller. Weil eigentlich geht es darum, ne, möglichst so aufzuschlagen, dass der nur noch mit dem Volley reinhaut. Genau so. Ja, das ist toll. Kriegst aber keine Großaufnahme dafür. Achso, der war... Achso, die hat ihn daneben gesetzt. Ah, das war nicht Gnas, die hat einfach nur ihm geschlagen, aber wir haben getroffen. So, erstes Spiel haben wir. Und es ist klar, ne? Es sind 4 Personen. Das heißt, jetzt haben wir aufgeschlagen. Das ist klar, ist der Gegner jetzt dran. Und dann ist gleich Troy dran. Dann stehen wir vorne. Ah, das war schlecht. Ah, das ist das, was ich meine. Das ist eigentlich ein Doppel, ist immer Vorteil. Boah, du. Alter. Du hast aber auch den Vogel nicht gehört hier. Ich glaube, es hängt. So, genau. Mitte ist immer gut im Doppel. Brauche ich, glaube ich, nicht zu sagen. Das haben Leute wahrscheinlich auch schon so gesehen. Aber es ist nicht unbedingt ein... Ah. Oh, gut. Rastermann. Deswegen, du bist doch immer so ein Friedensheini. Alles Klischee wahrscheinlich. Wie ein Breakball. Jetzt ist so gar nicht. Jetzt preise ich euch das an als total schwer und jetzt marschiere ich da einmal durch, oder was? Na? Schön. Schön gemacht. Ja. So. Schön. Aus ist wunderbar. Jetzt kommt es nämlich darauf an, dass ich hier am Netz das Ding da reinmaue. Yes! Jawohl! Das war die Rache für gerade. Also, das war doof. Deswegen, und eigentlich, wenn man Pech hat,
Schön. Dann dauert das ewig. Aber jetzt haben wir schon wieder... Jetzt haben wir Spielball. Spielball zum 3-0. Geil. Troy, du bist der Geilste. Troy, du bist... Ne? Wenn ich nicht eine Frau wäre. Wer es schreibt, einer in die Kommentare. No homo. Mein Lieblingskommentar. Was im 21. Jahrhundert ja noch total lustig ist. So, schön. Wir führen. 0-15. Oh, gut. Yes! Der ist drin! 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 So, noch 2 Punkte. Der war schlecht. Der war im Netz! Alter! Wir marschieren hier so durch. Ey, wie geil ist das denn? Yes! Alter, ich habe euch gesagt, das ist schwer, ne? Vergisst, was ich gesagt habe. Ich habe keine Ahnung. Das war Dominanz. Das war cool. Ja, das war jetzt mal ohne Scheiß. Das war cool. Muss ich mir mal selber loben. Macht ja von euch sowieso keiner, ihr Schweine da draußen. Keiner mag mich. Deswegen sind bei mir auch meistens nur die Schlüsse ausgewechselt. So, komm, der kriegt seinen Loyalitätsbonus, das ist egal. Dich brauche ich sowieso nie. Boah, das war geil. Ja, wie kann das denn sein? Ich werde Coop nie schlagen. Das hat Spaß gemacht, obwohl wir verloren haben. Wissen Sie, Sie sind schon charmant, das Gelände beginnt gleich hier. Gehen Sie einfach weiter. Das Gelände? Ach so, der Raum. Wow, Linda! Was ist, wenn Bridget gegen diesen Grünschnabel antreten will? Klappe! Das würde viel mehr sparen, als sie gegen oder Kobe zu spielen. Oder Kobe. Ich denke mal, Kobe passt besser. Hm, na gut. Wenn Sie mit Bridget nur reden wollen, kann ich sie durchlassen. Aber Sie müssen Kobe überwinden. Das schaffen Sie nicht, das schaffen Sie nicht, das schaffen Sie nicht! Er ist eigentlich ein sehr verlorensichtiger Spieler, doch wenn er eine Chance sieht, dann nutzt er sie gnadenlos. Passen Sie also auf! Ja. Was ist mit dir denn? Das ist Jerky. Was machst du denn beruflich? Ich bin Mitglied im Cricket-Team. Hier ist allerdings eine ziemliche Randsportart. Keiner möchte mit mir spielen. Dann vertreibe ich mir die Zeit stattdessen mit Tim. Bei anderen Animes spielt man mit Karten. Hier spielt jeder Tennis. Kann das sein? Wie war's mit einem Spiel? Ja, sicher. Natürlich. Es ist kein Problem für mich, den Ball mit dem Schläger voll zu erwischen. Schließlich bin ich Cricketspieler. Und ich bin Emily und mir ist das egal. So, ich hau euch mal eben weg. Das passt in die Folge noch wunderbar rein. Ah, tiefer Topspin, das ist das genau. Habt ihr gesehen? Das ist genau, das ist, wenn man ideal trifft mit der Note. Es ist nicht eine Anspielung an Loom. Hab ich eben schon erwähnt, dass dieses Let's Play sich kein Schwein angesehen hat? Ja, ich... möchte traurig sein. Dafür mache ich erstmal das. Zack. Psch, der kann ja noch weniger. Was sind denn das hier für Leute? So, jetzt werde ich mal ein bisschen aggressiver. Wollen ja heute auch Zadi essen. Psch. Zu null. So, komm, jetzt lass dir mal was Besseres einfallen. Das war's nicht. So, komm, Freund. Boah, der war gut. Der war scheißen gut. Der war echt gut. Oh, den schaffst du garantiert nicht noch ein zweites Mal. So doof. Das war doof. Dass sie übrigens so ein paar Bälle verreißt, liegt übrigens wirklich daran, dass da noch irgendwelche Skills eben nicht sind. Gut, das müsste ich machen. Na komm. Sollte reichen, ne? Ja. Auch der Cricketmann sollte erstmal wieder überlegen, wie er hier Tennis spielt. Nämlich gar nicht.
Tja, da freust du dich, ne? So, komm, machen wir fertig. Ich weiß noch nicht, ob man irgendwie einen Vorteil hat, wenn man hier alle möglichen Sachen freigespielt hat oder sowas. Ich weiß nur, dass man natürlich einen Vorteil hat, desto mehr man Sachen spielt. Klar. Oh je, ich habe verloren. Vielleicht habe ich zu sehr auf die Vorhand gesetzt. Außerdem muss ich noch etwas schneller werden. Wie Bridget. Oh Gott. Ich finde das immer so. Das finde ich ja sowieso geil. Das finde ich ja, hier ist das ja eh noch toll. Das möchte ich erreichen wie Bridget. Ich möchte einen Nobelpreis haben wie Bridget. Ich möchte solche Oberwatte haben wie Bridget. Halt. Die kann ich mir ja kaufen. La 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 la. So, hier ist nichts, ne? Gut. Dann gehen wir mal in den nächsten Raum. Ah, das ist genau. Gelände. Da ist der Cheerleader Unsinn. Der hört übrigens, dass übrigens manchmal der Ton kratzt. Das ist leider so. Das ist nicht ganz so schön, aber das geht. Das nervt nicht so. Okay, das war's heute mit dem Cheerleader-Training. Bridget, mich beschäftigt etwas. Das hat so ein bisschen was wie Pinky und Brain. Bridget, weißt du, was ich heute denke? Ja, aber wieso kann man Macaroni denn nicht rückwärts essen? Lalalala. Ruht sich ja heute genug aus? Sie scheinen angeschlagen zu sein. Wirklich? Ich war beschäftigt daran. Darum hatte ich nicht viel Zeit für Tennis, wie gewöhnlich. Oh, du armes, armes Tuk-Tuk. Du armes, armes Bridget. Aber mir geht's gut. Jeder Kapitän, der diesen Titel verdient, kann damit umgehen. Keine Sorge, jetzt zurück ans Werk. Okay, wenn sie das sagen, aber übertreiben sie es nicht. Okay, ich finde auch mal geil, diese Sieggeschichte. Was für ein unglaublicher Respekt. Oh, ein neues Gesicht. Wer sind sie? Wenn sie mich fragen, falls mir einer fragen will, ja, ich synchronisiere auch gerne den irgendeinen Planetär-Affen-Film. Caesar. Wie bitte? Sie reisen um die Welt auf der Mission, die Leute durch Tennis glücklich zu machen? Ich weiß, es gibt auf diesem Planeten Leute, die reisen auch herum und machen auch Menschen glücklich. Und auch, es hat auch was mit Bällen zu tun. Aber das ist es hier nicht. Das ist also eine Art Cheerleading durch Tennis. Wie toll, dass sie zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen können. Ich bin so neidisch. Nehmen Sie mich mit. War nur Spaß. Ich bin so lustig. Sie nennen mich auch Maria Bart. Kann mich jemand erschlagen? Der Schrank wusste Bescheid. Schnauze. So, und diesen kleinen Cliffhanger nutze ich hier für den Cut. Und dann sehen wir uns in Folge 6 wieder hier bei Cobra, Emily, Bridget und Everybody's Tennis. Ich bin euer Mr. Wendel 1974, mach keine Scheiße. Und wir sehen uns wieder. Bis dann. Tschüss.